Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem THX-Video, dem Videoformat, in dem ich mich bei euch bedanke, wenn ihr mir was zuschickt, was der ein oder die ein oder andere ganz gerne mal tut, ab und zu. Und da freue ich mich natürlich sehr. Klein vorneweg, ich muss das immer am besten immer erwähnen, damit Leute das nicht irgendwie in den falschen Hals kriegen oder so. Ich freue mich. Freue mich über jede Klitzekleinigkeit. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jedes kleine Dankeschön von euch, irgendein Lebenszeichen von euch. Das ist das, was mich erfreut an diesem Konzept, an diesem Kanalkonzept. Und das wird es auch immer so sein. Das wird auch immer so sein. Ich nehme das nicht als selbstverständlich an. Ja, gerade als ich damals kurze Zeit monetarisiert war, damals vor ein paar Monaten, war das für mich, obwohl das natürlich im Vergleich zu anderen Kanälen ein Witz ist, muss ich halt sagen, war das für mich Wahnsinn, dass überhaupt jemand sagt, okay, hier kriegst du mal einen Euro im Monat. Sowas war für mich Wahnsinn. Und dementsprechend sollte man, ich sag jetzt mal YouTube-typisch oder keine Ahnung, TikTok-typisch, was auch immer, wie Streamer und so weiter reagieren. Ich bin kein guter, krasser Reagierer. Ich laber viel, ich hab Dinge zu sagen. Also der Kamera gegenüber, weil ich sehe euch ja nicht wirklich. Aber ansonsten, so überschwingliche Emotionen habe ich nur, wenn mich was wirklich, also so wirklich, wirklich überrascht. In dem Moment. Das, der Punkt ist, wenn ich es bekomme, nehme ich nicht auf. Da habe ich eine Reaktion und die ist ehrlich. Die kann ich nicht nochmal kopieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen so zu tun, als wie, oh, hey, das kann ich nicht. Und ich will es auch nicht, weil das bin nicht ich. Ich habe Probleme damit, quasi visuell dankbar zu sein. Ich meine es ernst. Und ich weiß auch, dass viele auf dem Kanal ist, also die den Kanal schon länger Zeit verfolgen, wissen, wie ich bin. Destotrotz, gerade für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, dass die verstehen, dass ich jetzt nicht so überschwinglich mich bedanke, wie es andere ist, bei anderen der Fall ist. Aber ich bedanke mich trotzdem ganz, ganz herzlich. Ich weiß oder ich sehe das nicht als eine Selbstverständlichkeit. Und wenn hier ein kleines Paket oder ein riesiges Paket oder so hier ankommt, ist es für mich Wahnsinn, dass so ein kleiner Dude, der auf YouTube ein paar geht so Videos macht im Vergleich zu anderen High-Budget-Dingern, freut es mich einfach, dass Leute das in Form eines Dankeschöns, einer Art Anerkennung irgendwie bringen. Und deswegen insofern vielen, vielen Dank an diese ganzen Leute, die bisher auch mir was geschenkt haben und geschickt haben. Auch wenn ich das alles nicht konsumiert habe oder nicht direkt besprochen habe auf dem Kanal, seid euch sicher, es ist nichts umsonst. Jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, was mir geschenkt wurde, geht mir innerlich das Herz auf. Aber wie gesagt, ich bin nicht jemand, der das visuell zeigen kann. Ich habe halt so ein, wie nennt man das? Auf Englisch würde man sowas sagen wie Resting Bitch Face oder sowas, aber es ist halt so ein neutrales Gesicht. Ich habe so ein natürliches, neutrales Gesicht. Oder manchmal auch trauriges Gesicht. Ich weiß noch, in meiner Kindheit hat meine Mutter immer gesagt, boah, was ist denn los? Geht's dir schlecht? Oder andere Leute. Und ich dachte mir einfach so, nee, ich habe einfach nur keinen Grund, die ganze Zeit grinsend durch die Gegend zu laufen. Das ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Und ja, das wollte ich nur sagen. 5 Minuten lang. Gut, kommen wir zu dem spannenden Thema. Post. Und zwar richtig schön verpackt. Amazon macht das, kann das manchmal machen. Sehr, sehr schön. Also ehrlich, wirklich, ich fand es echt cool. Also
Ich wusste, dass Amazon Dinge verpacken kann und so, aber das ist eine ganz schöne. Das sieht jetzt nicht mehr so schön aus, weil ich das geöffnet habe und aus irgendeinem Grund so richtig zukriegen tue ich das nicht mehr, aber ich bin vielleicht auch doof. Egal. Also der sah so aus, der Sack, also wie so ein Weihnachtssack so. Jetzt sieht er halt nur noch aus wie so ein. Egal. Das habe ich bekommen. Und da ist eine Nachricht dabei, die ich tatsächlich auch lesen kann. Und da steht drin: Kleines Dankeschön für deine Videos. Viel Spaß damit von Kurai Amaro. Ich lasse mal die echten Namen immer, weil das sage ich ungern oder auch so Nachnamen oder sowas. Muss nicht unbedingt sein. Kurai Amaro. User, die schon in letzter Zeit öfter aktiv ist. Ich hab's realisiert. Und es hat mich auch, also es generell hat's mich auch gewundert, also generell wundert's mich, wenn überhaupt weibliche Zuschauer gucken. Ich weiß auch nicht warum, aber Dankeschön. Das ist normalerweise nicht üblich, muss man dazu fairerweise sagen. Das hat jetzt nichts zwangsweise damit zu tun, sondern eher es ist generell so, wenn Dudes irgendwelchen Anime-Manga-Content oder Videospiel-Content machen, ist es halt wirklich so, dass, ja, keine Ahnung, 95% oder so sind halt Dudes, ne? Und die wenigen sind Mädels. Und ich meine, die meiste Kritik, die ich auf diesem Kanal bekommen habe, sind von weiblichen Userinnen gewesen. Deswegen freut es mich immer auf der einen Seite, aber irritiert es mich auch. Aber ihr seid cool. Ja, dann nochmal der Fresszettel von Amazon, der sagt nochmal genau das Gleiche. Und das ist das, was dann letzten Endes drin ist. Dragon Quest 11, die PlayStation 4 Edition des Lichts. Dragon Quest 11, habe ich jetzt festgestellt, hat ein großes Problem. Insofern, dass es da irgendwie mehrere Editionen gibt und die Switch-Edition ist wohl die beste und jada, jada, jada. Nichtsdestotrotz muss ich halt sagen, wenn das wirklich so ein gutes Spiel ist, wie alle sagen, dann bin ich jemand, wenn mich das wirklich begeistert, dass ich das eines Tages nochmal spiele und dann habe ich sogar eine andere Version oder Möglichkeit, das nochmal anders zu erleben und das finde ich persönlich cool. Aber ich spiele eher zum Beispiel sowas wie Final Fantasy 8 oder 9 oder sowas, jetzt nur mal ein Beispiel, spiele ich ja trotzdem nochmal Jahre später. Also wird es, wenn Dragon Quest 11 wirklich ein gutes Spiel ist, könnte es sein, dass ich in 3-4 Jahren nochmal die, in Anführungsstrichen, die beste Variante sozusagen spiele. Aber ich denke, allein schon, weil ich das hier jetzt so geschenkt bekommen habe, werde ich erstmal diese Edition spielen und das ist ja auch die Edition, die meisten am Anfang gespielt haben, als sie Day One das Spiel gespielt haben. Also, ich finde es immer schön, Vergleiche zu haben, wenn da eine Edition anders ist oder so. Ich lasse das auf mir zugehen. Wenn mich dann doch irgendwas da so dermaßen stören sollte, kann ich ja immer noch mal gucken, Ausschau halten und vielleicht wechseln. Aber ich werde es auf jeden Fall anfangen. Ich habe Bock drauf. Dragon Quest 11 sieht super aus. Ich habe schon sehr viel Gutes drüber gehört. Und eine Sache, die ich hier an diesem, warte mal, ich muss mal, mach mal den Code weg, ne? Eine Sache, die ich an diesem Ding hier sehr cool finde, da geht mir eine Träne läuft ein wenig die Wange hinunter. Das Cover war jetzt schon nicht schlecht, aber das Ding hier hat ein Wendecover und meine Freunde der Nostalgie und des guten Geschmacks. Das hier ist das Wendecover-Cover im Akira Toriyama-Style. Und das ist einfach so cool. Das ist so cool. Ich verstehe zwar bei weitem nicht, warum dieser blöde USK-Button da immer noch drauf sein muss, warum der beim Wendecover nicht mal weg kann, aber das ist auch kein Sticker, das ist draufgedruckt. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Ich hasse diese Sticker. Ich finde es so furchtbar. Egal, aber die meiste Zeit, und da muss ich dann halt auch wieder sagen, ich bin in dem Punkt realistisch. Das ist wie mit Cover oder so von Büchern. Ist im Grunde egal, weil wisst ihr, wie die meiste Zeit in eurer Wohnung stehen? So.
Es ist schön, ein wunderschönes Cover zu haben. Ja, das nervt, wenn man es kurz sieht, aber das ist das Schicksal von diesem Spiel, nachdem man es gespielt hat. Nee, sogar während man es spielt, weil man ja nur die Disc nutzt. Ich bin trotzdem ein nach wie vor Verfechter von physischem Material und Dragon Quest 11 hier zu haben. Das wird auch mein allererstes richtiges Dragon Quest sein, das ich spiele. Von daher richtig cool. Ja, sieht toll aus. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich werde euch berichten, wie ich es empfunden habe. Aber das Spiel ist ein JRPG, das dauert lange. Ich spiele nebenbei natürlich immer noch meine ganzen HoYoverse Games, deswegen es wird dauern. Aber trotzdem nochmal, wie gesagt, vielen herzlichen Dank an Kudai Amaro. Habe ich den Namen richtig nochmal? Kudai Amaro, ja. Sehr, sehr überraschend und ja, freut mich, dass die Videos gefallen. Ich hoffe, die Videos gefallen auch in Zukunft noch weiterhin. Und ja, werde ich konsumieren, werde ich spielen und ich werde euch berichten, sobald ich damit durch bin. Ich denke nicht, dass ich sowas wie einen Stream oder sowas machen werde, weil RPGs sind einfach... Ich meine, ich habe Final Fantasy 9 gemacht, aber Final Fantasy 9 hatte ich noch eine gewisse Sicherheit. Da ist es einfach... Weiß nicht. Ich denke nicht, dass es für einen Stream geeignet ist. Ich spiele sowas gerne lieber für mich. Oftmals. Ja, mal schauen. Wie ich lustig bin. So, jetzt trinke ich gerade mal kurz einen Schluck, weil meine Kehle gerade wird. Und dann... Ich merke heute gerade, ich bin heute... Heute ist ein Tag. Es ist wieder sehr warm. Und ich merke, dass mein Gehirn so zwischendrin aussetzt, wenn ich spreche, weil ich irgendwie manchmal einfach ein Wort nicht erwähne und dann weiterrede. Es fällt mir danach auf. Das ist ganz seltsam. Okay, pass auf. Jetzt wird's insane. Oh Gott. Kann man das sehen? Das hier ist wieder mal ein Geschenk von der guten Maron. Jedes Mal, wenn dieses Paket vor der Tür steht, denke ich mir, habe ich das eigentlich verdient? Das ist, je größer die Geschenke werden, desto... Kennt ihr das? Desto unangenehmer ist es, die anzunehmen. Also, auf der einen Seite bin ich jemand, der... Also, wie formuliere ich das? Ihr habt bestimmt in eurem Leben schon mal so Dinge gehabt, wie jemand schenkt dir was. Und das ist zum Beispiel Geld oder sowas. Und man sagt, nee, brauchst du nicht, ist okay. Und die Person besteht darauf. Und dann kommt man in dieses unangenehme Situation, dass man nicht weiß, nehme ich es jetzt an oder nicht oder was ist jetzt die richtige Wahl. Ich habe gelernt, dass wenn ich es quasi ablehne und sage, nee, brauchst du wirklich nicht und die Person besteht darauf, will die Person, dass ich es habe. Weil sie sich, also weil sie wirklich will dass, oder weil sie wirklich etwas schenken will. Und dann, nachdem sie sagt, nee, komm, bitte nimm's. Ich meine, das ernst oder sonst was sagt, nehme ich es an. Weil dann weiß ich nämlich, dann will ich nicht diskutieren darüber, weil das ist nämlich nur unangenehm, wenn die Person wirklich was schenken will und man lehnt es ab. Ist ja scheußlich, oder? Wenn du was schenkst und die Leute lehnen es ab. Egal, ob es gut oder schlecht gemeint ist. Und das habe ich mir irgendwie so mittlerweile so gesagt. Also ja, ich finde es beeindruckend und krass, sowas hier zu bekommen. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, warum. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr, sehr dankbar. Und also für alles, was ihr mir schickt oder schenkt. Und wenn es Aufmerksamkeit ist. Und deshalb nehme ich das natürlich an. Aber meine erste Reaktion wäre, dass ich sagen würde, muss wirklich nicht sein. Deswegen, also jedes Mal, wenn dieses Ding hier, dieses riesige Paket ankommt, verrückt, aber vielen Dank. So, wir machen das jetzt gemeinsam auf. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe es noch nicht aufgemacht.
Hoffentlich schneide ich mir ins Knie. Das wäre noch das wär so richtig geil. Das wäre noch so richtig das Highlight sozusagen. So. Ein weiteres physisches Highlight. Au. Ich hätte gestern beinahe einen Sonnenbrand gekriegt, weil ich dumm bin. Weil ich gedacht habe, ach ja, komm. Ich habe zwar Kellerbräune, aber das geht doch trotzdem. Da brauche ich doch keine Sonnencreme. Meine Güte, ist es draußen ätzend. Momentan. Also, was die Hitze und so angeht, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, selbst mein Gehirn reagiert. Ach komm schon. Dieses eine Fitzelding hier. Okay. So. Ach du Heiligsblätter. So, erstmal eine schöne Karte. Karte, ich lese erstmal. Okay, das kann ich lesen. Okay. Ich, wie gesagt, nur immer Real-Life-Namen mag ich nicht aussprechen oder nenne ich nicht gerne. Lieber René, ein Kalender für 2025 musste einfach sein, damit es auch im folgenden Jahr viele schöne Videos von Maison Manga gibt. Liebe Grüße, Maron. Vielen, vielen Dank. Ein Kalender. Das ist natürlich, warte mal, die Kärtchen und so weiter, die muss ich mir später auch noch da abschneiden. Ich habe nämlich eine kleine, feine Schublade, wo ich all euren Text, den ihr mir geschickt habt, behalte, aufwahre. Auch jede kleine Amazon-Fresszettel-Geschichte habe ich da drin. Oh Gott, warte mal. Ich dachte, das wäre der Kalender, aber es ist noch kein Kalender. Das ist ein interessantes Verpackungsmaterial. Das ist hier quasi als Dingsmaterial genutzt worden. Okay. Vorsichtig. Gut, das ist eher. Genau, Verpackungsmaterial. Ui, 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 was sehe ich da? Ach du Heiliges. Okay, pass auf. So. Womit fangen wir an? Womit hören wir auf? Das ist immer cool. Das ist immer cool. Sie packt immer so Dragon Ball Sticker oder sonst was da drauf. Das ist GT, oder? Hey, kleiner Fun Fact, ich habe GT nie wirklich geguckt. Ich kenne den Anfang, diesen Chrono-Trigger-esken Anfang, wo sie auf Planeten sind. Und dann habe ich mitgekriegt, dass sie Kämpfe gegen diese Space-Alien-Drachen zensiert haben oder ganze Episoden weggeschnitten haben. Und da hatte ich schon damals als Kind, Jugendlicher, keinen Bock mehr. Weil ich mir gedacht habe, was soll denn das? Das sind, glaube ich, irgendwie. Wie ist denn das bei GT? Sind irgendwie 7, 8 Episoden einfach weg? What the fuck? Das ist wild. Ja, warte mal. Ist jetzt ein bisschen. Soll ich das hier so. Warte mal. Wir machen das anders. Oh Gott. Oh, warte mal. Geht das? Ja, das geht. Oh, perfekt. Ich habe so eine Fußlehne an diesem. An diesem Stuhl kann ich das drauflegen. So. Müssen wir den Sticker kaputt machen? Ich glaube, wir müssen den Sticker nicht kaputt machen. Auch wenn ich nicht weiß, was das für ein Dude ist, aber ich glaube, den müssen wir nicht kaputt machen, den Sticker. Machen wir mal einmal schnibbel die Schnapp. Ja. Und dann passt das. So. Okay. Let's go. Ist da noch was drin? Das ist schon mal interessant. So, was haben wir denn hier? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Poster aus der Koneko. Das ist schon mal nice. Oshinoko und Tower of God, was war denn das? Das war koreanisch, ne? Glaube ich, oder? Aber das ist wahrscheinlich wegen Oshinoko, aber
Was mich natürlich viel mehr begeistert, ist dieses Fairy Tale. Nee, das ist natürlich ein Spaß, aber ich bin kein Fairy Tale-Hater. Ich mag Fairy Tale, aber ich würde mir jetzt dieses Poster nicht aufhängen. Aber meine Freunde, so ein nices Honkai Star Rail Poster in meine Hobbybude. Irgendwo wird da noch Platz sein. Das Praktische ist auch, dass das jetzt nicht groß ist. Das passt wunderbar. Yeah. Geil. Geil, geil, geil. Das werde ich aufhängen. Das kommt auf jeden Fall. Das wird aufgehängt. Nice. So. Dann. Nehme ich das mal. Schön verpackt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen froh, dass ich es nicht geholt habe. Ich mache momentan Pause, so mit Manga und so weiter. Und ich versuche auch ein bisschen weniger Geld generell in irgendwas zu investieren. Ich mache mal ein bisschen low. Und deswegen habe ich, obwohl ich es eigentlich wollte, habe ich mich dagegen entschieden, Oshinoko das Artbook zu kaufen. Und ich sehe schon, dass ich das jetzt nicht mehr brauche, weil ich es trotzdem habe. Vielen, vielen Dank. Das ist auch irgendwie. Das ist auch irgendwie ganz cool gemacht. Ich weiß nicht, was mir jetzt gerade gefällt, aber das Haptische gefällt mir gerade an diesem Artbook sehr. Ich meine, das Cover ist halt toll, ne? Oshinoko halt, wer Oshinoko mag, ist das natürlich super. Mein Star, natürlich auf Deutsch. Und das ist sehr pink. Oder, nee, was ist das nochmal für ein... Egal. Ja, dann nochmal in doppelter Ausführung. Warte mal, finde ich ein cooles. So. Oh Gott, guck mal. Yo, das sieht super toll aus. Also generell diese Farbartworks von Oshinoko sind der Hammer. Also das ist so krass, was die teilweise für eine Farbkombis haben am Start. Okay. Oh, und noch Infos zu den jeweiligen Artworks. Okay, das ist cool. Warte, haben wir noch einen Banger? Noch einen richtigen Banger. Ja. Das sieht toll aus. Auch mal. Sehr, sehr geil. Das werde ich mir. Das ist. Artbooks ist immer so für mich so ein Sonntag, wo ich morgens aufstehe. Also, wenn ich morgens wach werde. Also, wenn bei mir am Sonntag morgen ist. Und dann nehme ich mir ein Teechen oder was auch immer und setze mich an irgendwo in meinen. Auf meine Couch oder in meinen Sessel und dann schnappe ich mir ein Artbook, was ich habe, oder irgendwas, was ich nur angucken muss, wo ich nicht lese oder sowas intensiv oder so, sondern eher so oder Infobücher oder sowas in der Richtung. Das ist natürlich auch noch sowas, aber dann nehme ich das immer, sitze mich da so her und dann mache ich dann so. Das ist ein perfektes Sonntag Artbook, weil wenn ich bin so jemand, ich schluder nicht, also ich mache keinen Speedrun, sondern ich brauche sehr, sehr lange, um so ein Artbook wirklich so komplett in mich aufzunehmen, sozusagen. Und deswegen, Hammer. Geil, geil, geil. Vielen, vielen Dank. Holy shit. Wohin damit jetzt? Ja, das ist die Masterfrage. Ich mache das mal hier hin. Mach mal die Schere ein bisschen weg. So, dann haben wir. Oh, jetzt geht's weiter. Wir sind weiterhin im Oshinoko-Fieber. Und zwar haben wir. Das ist theoretisch ein Zeichen. No way, das ist kein Zeichenbrett. Das ist wirklich ein Dings hier. Ein Breakfast Board, wie es der Deutsche sagt. Nein, Schneidebrett. So. Frühstückmäßig. Das ist cool, weil ich habe zwar eins, aber also ich sag's mal so, wie formuliere ich das? Ich habe sehr lange eins gehabt und aus dem einen wurden jetzt zwei.
Ihr könnt euch den Rest denken. Deswegen ist es ganz praktisch, dass ich jetzt sowas hab. Sehr geil, sehr geil. Das passt perfekt. Jetzt kann ich die zwei durch eins austauschen, durch ein Ganzes. Mega. Ey, das passt gerade alles so wunderschön, wunderbar. Ich mach's jetzt nicht auf, da brauche ich wieder 100 Jahre für. Hier, warte mal. Also ich will einfach mal sagen, wie viel Mühe sich hier auch immer gegeben wird mit dieser Verpackung. Das ist echt toll. Wow. Ein Oshinoko-Schlüsselanhänger. Oshinoko ist unser Main-Theme heute. Ich weiß, die Kamera nimmt das jetzt nicht so gut auf, aber ihr werdet das grob erkennen können, oder? Ist ein Schlüsselanhänger. Das ist nice. Das kann ich dann wieder... Ich habe draußen an meiner Haustür einen Schlüssel, damit ich mich nicht ausschließe. Und das ist... Also ich bin immer noch quasi im Haus. Das sozusagen. Da kommt niemand rein, außer Leute, die ich lasse. Und ich denke, das passt da wunderbar. Dann packe ich den... Oh, oder? Oh, das ist... Warte mal. warte. Darauf habe ich doch schon lange gewartet. Also eigentlich nicht, aber ist mir gerade eingefallen. Das wäre ja perfekt. Warte mal. Live Opening. So. Wie funktionierst du? Okay. Das ist neu. Das habe ich jetzt auch noch nie ge... das tust du einfach... Oh, das ist ja super praktisch. Das ist ein richtig einfaches. Das muss man nur nach hinten klappen. Ha? Kennt ihr die? Oh Gott, das sieht man nicht auf der Karte. Das sieht man nicht wirklich, oder? Guck mal, das muss man einfach nur hochklappen. Hä, das ist ja super, die sind sonst immer so super kompliziert, das habe ich noch nie gesehen. Man lernt nie aus. So, und dann würde ich sagen, ouch, das ist natürlich, warte, ich bin Profi. Okay, es ist einfacher, aber es ist trotzdem eine Hündin. Es ist halt super, wenn der fette Fingernagel dazwischen ist. Ich habe halt keine zärtlichen Hände. Was soll ich denn machen? Au. Das gibt's doch nicht, Mann. Okay, warte mal. Ist doch nicht so einfach. Ich nehme es zurück. Also vielleicht... Ah, doch, ist einfach. Ich bin nur dumm. So. Sieht man jetzt nicht. Sieht man es jetzt? Guck mal hier. Die ganzen Anhänger, die ihr mir geschenkt habt, hängen jetzt auf dem Mikrofon. Yeah, geil. Vielen, vielen Dank. Super cool. So, dann haben wir... Oh, das ist so lustig. Ich wollte eines Tages mal legit... habe ich mir überlegt, ob ich mal Sammelkarten im Sinne von Spielkarten hole von diversen Anime und Manga, die ich so mag und kenne, weil ich das Prinzip an sich irgendwie witzig finde. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, weil die Cover meistens oder also das Bedruckte meistens ein bisschen so naja ist. Aber hier ist ein Spielkartenset von Spy Family. Das ist doch ganz cool. Ich denke, ich brauche das jetzt nicht aufmachen, weil man sieht, das sind halt Bube, Dame, König, Ass, 1, 2, 12. Und das sind halt die Figuren aus Spy Family in dem Fall drauf. Ich weiß, dass es eins gibt von Studio Ghibli, also mehrere von diversen Ghibli-Studios. Und die sind visuell wirklich toll. Also die sind richtig krass. Das ist irgendwie witzig. Das ist irgendwie so...
Also wenn mir da eine Karte besonders gut gefällt, weil ich spiele mit eh keinem wirklich Karten, dann werde ich die in meinen Sammelkartenordner einfach packen. So, das ist der Plan. Das ist der Plan. Weiter geht's. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Spy Family geht weiter. Was ist das? Was ist das? Oh, Dokumentenhüllen. Oh Gott. Das ist verrückt. Warum? Also, zur Erklärung. Diese Hüllen. Ja. Diese Clear Folder, wie man sie so schön nennt, sind in Japan der Shit. Otaku lieben das. Ich hab's nie so recht nachvollziehen. Also, ich kann's nachvollziehen, wenn etwas wie in Japan jetzt quasi gefühlt in jedem Laden für Otaku oder so zu finden ist. Glaubt mir, ich glaube, ich würde auch Clear Folder sammeln. Das Problem ist eher, dass wir das importieren müssen und dann tun wir für nur Clear Folder einen ordentlichen Batzen Geld für Versand hinlegen. Da ist dann das Problem, wo ich dann sage, es machen trotzdem welche. Mutige Seelen gibt es da draußen, die es dann trotzdem machen. Ich für meinen Teil habe dann gesagt, eher nicht. Aber scheinbar gibt es das jetzt im deutschen Lande durch Crunchyroll, wie es aussieht, mittlerweile auch. Also nur zur Erklärung, das sind diese, da macht man dann irgendwas rein, meistens Papier, irgendwelche Seiten, irgendwas Relevantes. Aber Otaku tun das meistens in so ein, na, so wie Manga-Bags so mäßig eintüten und dann haben die das in nochmal, also eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es ein bisschen absurd, ne? Aber die haben das dann nochmal in so eine Art Ordner. Die haben den Ordner eingetütet in einem Ordner. Weil halt das nicht das Nutzobjekt ist, das praktische Nutzobjekt, sondern der Ordner selbst, der, wo das drin ist. Egal. Es hat halt auf jeden Fall immer tolle, also wirklich visuell hoch, von der Auflösung her und so richtig. Top-Qualität halt auch. Und die Japaner lieben das. Die Otaku lieben das wie Sau. Das ist brutal. Das finde ich zum Beispiel. Alter, die werden visuell immer schöner. Guck mal, das ist auch visuell von den Farben her und von den Konturen, von dem Delfin oder sowas das, und von Anya. Das sieht richtig cool aus. Das ist echt hübsch. Vielleicht wird es doch noch eines Tages bei mir was. Aber momentan nicht. Momentan nicht. Momentan kein nicht so viel unnützes Geld ausgeben. Ich muss das lernen. So. Und das ist mit das Schönste. Ich mag die Farbgebung, weil die so beruhigend ist. Ich mag das ganz gerne. Also diese Farbtöne. Und es ist natürlich süß. Auch hier wieder. Ey, das ist echt toll. Das ist wow. Ich habe das vielleicht ein bisschen unterschätzt, muss ich doch mal ganz ehrlich zugeben. Habt ihr Clear Folders von Anime und Manga, die ihr liebt? Spy Family ist natürlich ein Top-Pick. Da kann man ja gar nicht meckern. So, ich muss nicht, aber ich will es nicht super lang machen. Ach du, oh, was ist das? Was ist das? Das schickt mich gerade. Was ist das für ein Effekt? Also hier wieder. Die Verpackung. Oh, was? Was ist das? 3D-Bilderset mit Bilderrahmen. What? Das ist ja der Hammer. Das ist wie. Oh mein Gott, oh, ich krieg grad so harte Nostalgie. Ich hab damals als Kind. Das findet man heutzutage irgendwie gar nicht mehr, so Stickeralben. Ich hab mal danach Ausschau gehalten, aber irgendwie. Das wird nicht mehr wirklich produziert, weil das nicht mehr ein Ding ist. Aber in meiner Kindheit war Stickeralben der absolute große heiße Scheiß. Wir haben Stickeralben gehabt, das waren halt so Alben, das waren halt so Heftchen. Und diese Heftchen hatten die Seiten, die hatten so einen gewissen Film drauf. Also zwar nicht klebrig unbedingt, aber man konnte da super gut Sticker draufkleben und die konnte man wieder abziehen.
Also draufkleben, aber auch abziehen, weil man diese Sticker tatsächlich getauscht hat. Und dann hatte man halt so eine komplett offene Welt. Jeder hatte sein Stickeralbum, jeder hatte seine Lieblingssticker, die man nie hergibt. Und es halt irgendwelchen random Shit. Und die hast du dann wie so ein Sammelalbum genutzt und hast die da reingeklebt. Und Sticker gab es damals unendlich. Heute gibt es ja auch noch sehr viel unterschiedliche, aber damals war das dadurch durch diesen Trend noch krasser. Es gab ja von Pokémon, von Digimon, von Dragon Ball, von irgendwo im Urlaub in Italien habe ich diese Holo, und darum ging es, diese Hologramm-Sticker gehabt. Die waren so kreisrund, dunkel, und wenn man reingeguckt hat, sah das aus, als würde dich so eine Katze aus diesem Sticker fast schon heraus angucken. Das war dann so 3D-isch. Hammer, das waren meine absoluten Lieblingssticker, weil die so 3D wirkten. Und deswegen diese Nostalgie-Erwähnung. Ah, okay, ich verstehe. Wir haben quasi die Möglichkeit. Die Qual der Wahl. Das ist cool. Okay. Erkennt man das eigentlich auf der Kamera? Weiß ich gerade gar nicht. Also das ist hier der Bilderrahmen. Und ich habe die Auswahl zwischen das, was man hier sieht, ne? Und hier hinten. Und dann kann ich eins davon nehmen und in den Bilderrahmen packen. Das stelle ich mir oben aufs Regal hin, wenn man reinkommt. Es ist auf der Kamera, fängt sich das nicht so gut an. Ein bisschen, ne? Wenn ich so mache, sieht es ein bisschen 3D aus. Also ich meine, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, ein bisschen, oder? Man sieht so, dass es so ein bisschen mitgeht. Auf der Kamera ist es leider nicht so beeindruckend wie hier. Krass, ich bin gerade ein bisschen positiv überrascht. Ich dachte nämlich immer, wenn ich dann so in... Also, wo ich damals so auf den Crunchyroll Store gegangen bin. Oder Aniplex, wie heißt das Ding? Egal. Auf so einen deutschen Anime-Anbieter oder Streaming-Anbieter und so weiter. Als da den Store geöffnet habe, gab es halt nur so klassische 12.000 Figuren, die du auch irgendwo anders bekommen kannst. Und halt irgendwelche T-Shirts mit halt echt hart 0815 Cover so. Ne? Das kaufst du dir vielleicht mit, keine Ahnung, 14 oder sowas und irgendwann, wenn du ein krasserer Otaku bist, denkst du, oh, dieses Bild habe ich jetzt auch schon 1000 Mal gesehen, ich will lieber irgendwas Krasses, irgendwas Individuelleres. Und ja, so Sachen, aber scheinbar mittlerweile gibt es bei Crunchyroll scheinbar coolen Shit. Ich mache jetzt indirekt jetzt hier auch Werbung, aber wer das haben will, ich weiß nicht, ob das noch existiert oder ob das, keine Ahnung, ob sowas vergriffen werden kann, aber das ist schon cool. Ich hole das später raus. Das ist jetzt halt auch nur ein Bilderrahmen. Sehr cool. Wow, das hat mich jetzt auch nostalgisch sehr geflasht. Okay. Okay. Und weiter geht's. Oh, das muss ich jetzt mal aufreißen. So. Oh. Okay, dann kann ich mit den Kollegen mal das Pokémon Trading Card Game mal spielen, anstatt es nur zu sammeln. Oh, das habe ich mal gesehen. Also das ist so quasi so eine Art hier Verpackung, wo man wie eine Akademie heißt, das Kampfakademie, das habe ich schon mal gesehen. Da kannst du mit zwei Spielern, also kannst du quasi dieses Pokémon Trading Card Game lernen. Und da sind zwei Spieleanleitungen dabei, um die Decks zu erklären. Ein Spielbrett für zwei Spieler, drei Deckboxen zum Organisieren von Karten, ein Regelheft, eine große Münze mit Crimanzo, wer wie immer das ist. Achso, das ist der rote Mega Man Dings. Pikachu und Darkrai, eine Schadensmarken,
Satz und eine Codekarte für Pokémon-Sammelkartenspiel live. Das ist dann natürlich ganz wichtig für mich. Nicht. Also, da sind halt vorgefertigte Decks drin und so weiter. Und das ist dazu da, dass man dieses Spiel lernt. Das finde ich vom Prinzip her gar nicht mal so schlecht. Gerade für mich als jemand, der ich kenne maximal Pokémon Trading Card Game Gameboy Spiel. Das einzige, was wir auch bekommen haben. Nicht Teil 2, der ist ja nur japanisch gewesen. Nur der erste Teil und daher kenne ich die Regeln. Und das ist halt, ich sag's mal so, da gab's diese ganze EX und wie sie noch alle heißen, diese ganzen Karten gab's ja gar nicht. Deswegen, ich habe ja keinen Plan, wie die funktionieren. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Guck ich mal, ob ich das mit Kollege Simon mal irgendwann angehe. Sehr cool. Bin immer offen. Ich werde das jetzt nicht so intensiv spielen. Das ist wie mit Yu-Gi-Oh! Da haben wir das auch mal so einen Abend gemacht, aber dafür war der Abend echt spaßig und unterhaltsam, deswegen super. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt es, der große, last but not least, angekündigte Kalender. So gesehen habe ich mich schon gespoilert, aber ja. Von, wieder mal, Spy Family. Also wir können festhalten, Spy Family und Oshinoko lastiges Megapaket. Hier, nicht wundern, ne? das ist die Verpackung, da sind nur wieder die Sticker drauf. 2025. Das wird natürlich logischerweise erst 2025 aufgemacht, weil dauert noch ein bisschen. Hoffentlich ein für mich persönlich schöneres Jahr. Dieses Jahr war ein bisschen. War mittelschön. Mittelprächtig. Gab ein paar Sachen, die ich privat nicht so gut fand, aber dieser Kalender wird mir helfen, durchs neue Jahr zu kommen. Und wenn das Cover von 2025 so aussieht, ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich das nein. Aber das ist ja ein sehr motivierendes Cover, oder? Also für 2025. Man erkennt es nicht so gut, oder? Wegen den. Ja, ich will es jetzt aber wirklich nicht aufmachen. Aber ich denke, das ist okay. So, und damit war es das. Es war mehr als genug. Maron, vielen, vielen Dank für dieses fette Mega-Paket. Vielen, vielen Dank. Generell nochmal, wie gesagt, an alle, die mir was schenken. Vielen, vielen Dank. Ich kann nichts anderes mehr sagen, außer vielen, vielen, vielen Dank. Es ist schon wieder ein Video, wo ich mich bedanke, aber diesmal bedanke ich mich über physische Sachen. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken und Zuschauen. Ich bin jetzt nicht der Kanal, der euch jetzt normalerweise massig an Zeug zeigt. Also zumindest nicht massig. Ich zeige euch ab und zu mal was. Ich denke, in spätestens nächste Woche wird es mal wieder sowas wie eine Manga-Kolle Plus geben, weil ein bisschen was hat sich angesammelt und wird noch kommen. Es ist nicht viel, erwartet kein riesiges Format, aber das wird auf jeden Fall nächste Woche, denke ich, spätestens nächste Woche kommen. Und ja, ansonsten war es das mit diesem Video. Ja, und wie gesagt, wenn die Leute das möchten, aber nicht müssen natürlich, ganz klar, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe die Leute hier auch nicht dazu gezwungen, das haben die alles freiwillig gemacht. Und hoffentlich werden sie es nicht bereuen für zukünftige Videos, die da noch kommen werden. ja, in der Videobeschreibung gibt es immer die Möglichkeit, könnt ihr gucken, wie ihr Maison Manga supporten könnt. Kleine Sache, falls die Leute jetzt denken, dass ich jetzt keine Manga mehr mag oder davon Abstand halte oder so. Nein, ich kaufe nur momentan weniger. Mir selbst. Ich bin eure René von der Maison Manga und ich sage wieder einmal ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.